Und guten Tag, wünsche ich euch und willkommen zu einem kleinen Experiment, das ich heute mal gemacht habe. Ihr wisst ja, dass wir hier alle nicht so gerne tagsüber rausgehen. Und das hat halt den Grund, dass tagsüber wirklich sehr viele Menschen unterwegs sind hier in Köln und dass wir sehr oft erkannt werden. Deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich filme mal kurz bevor ich in die Hohe Straße reingehe. Die Hohe Straße ist diese große Einkaufsstraße in Köln, da wo die ganzen Shops sind, H&M, Vans, Mediamarkt, alles halt so, ja, diese große Einkaufsstraße halt, ne? Und dann mache ich mal einen Countdown, wie lange es dauert, bis mich jemand anspricht. Ja, ich würde sagen, seht selbst. Bitte nicht falsch verstehen. Ich freue mich immer, wenn ich Leute von euch sehe und generell wir alle, denke ich mal. Die Sache ist nicht, dass wir das scheiße finden, wenn wir angesprochen werden, auf gar keinen Fall. Die Sache ist nur, dass wir wirklich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft erkannt werden. Und das hat überhaupt nichts mit euch oder mit den Leuten, die uns erkennen, zu tun. Wirklich auf gar keinen Fall. Aber wenn man auf Dauer wirklich überall so ein bisschen diese Sorge hat, man kann nicht einfach mal irgendwo hingehen, ohne angehalten zu werden, dann ist es schon manchmal echt anstrengend. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt nicht freue, Zuschauer zu treffen oder so, auf gar keinen Fall. Aber ich wollte euch einfach nur zeigen, wie anstrengend und wie nennt man das? Ja, wie schwer sowas eigentlich sein kann, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Also es ist auf jeden Fall schon ein großer Einschnitt in die Privatsphäre und das wollte ich einfach mal hiermit zeigen. Und die Person, die mich angesprochen hat, also das ist jetzt nichts Negatives oder so, im Gegenteil, ich freue mich riesig, der war super nett, hat nur gesagt, können wir ein Foto machen und ist danach auch sofort abgezischt und ey, super korrekter Junge, das ist absolut nicht irgendwie negativ aufzufassen, sondern das ist einfach nur eine Darstellung, damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, wie schwer es für uns eigentlich ist, durch die Stadt zu gehen, ohne angehalten zu werden. Okay, viel Spaß. Oh ja? Wir sind ungeschminkt, ne? Ja, hi. Oh, können wir ein Foto machen? Ja, klar. Oh mein Gott. Ich bin mit der Bahn gefahren, wir wussten schon, hoffentlich. Okay. Alles klar, danke schön. Ja, kein Problem. Schönen Tag noch. Ja, danke dir auch. Ciao. Ciao.